Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem und es ist soweit, heute kommt das Planet Pack raus und wartet, bevor ihr gleich in die Videobeschreibung stürmt und euch das runterladet. Ich würde euch ganz gerne zeigen, wie das geht, falls ihr es nicht wisst. Ansonsten bleibt trotzdem nochmal dran, denn ich möchte euch noch ein bisschen was zeigen, euch hier ein bisschen rumzeigen, falls ihr nicht die ganzen Videos bisher gesehen habt. Und zwar, das ist Terra. Ja, das ist unser Heimatplanet und hier beginnt quasi unsere Reise. Ist ziemlich ähnlich zu der Erde, also im Grunde ist es dieselbe Größe, selbe Gravitation, alles ein bisschen weniger. Und übrigens, ich habe die Atmosphärentextur hier ein bisschen verändert, sodass da auch jetzt Wolken drin sind. Und ich finde, es sieht ganz, ganz gut aus, muss ich sagen. Also gefällt mir auf jeden Fall. Und hier haben wir Terra. Ja, wie schon gesagt, das ist unser Heimatplanet. Hier beginnt unsere Reise. Wahrscheinlich das erste Ziel nach dem Erdorbit natürlich, nach dem Terra-Orbit natürlich, wäre Mintus. Eine Anspielung auf Minmus aus Kerbal Space Program. Ein kleiner Minzmond. Und ich finde, die Textur sieht schon ziemlich gut aus. Und da haben wir natürlich auch eine kleine Rakete drauf. Ihr seht, es gibt viele flache Flächen, aber auch mal Berge. Das sieht natürlich Minmus aus Kerbal ziemlich, ziemlich ähnlich. Dann wahrscheinlich das nächste Ziel liegt schon außerhalb des Einflussbereichs von Terra, nämlich Kalida. Ja, Kalida ist ein Lava-Planet, wie ihr schon sehen könnt. Es ist einfach rot und überzogen von Lavaseen und Flüssen. Liegt auch unter anderem daran, dass Kalida ziemlich dicht am Stern dran ist, nämlich an Phlagaris, dem roten Zwerg hier, der langsam vor sich hin köchelt und genügend Energie bringt, aufbringt, um Leben auf Terra zu ermöglichen. Und wenn man dann mal weit hinausschaut in die Weiten, entdeckt man tatsächlich Polon, ja, ein großer rosa Gasplanet, der eine Menge Ringe hat und ihr seht auch eindeutig ein Gasplanet. Dieser hat wiederum zwei Monde, einmal Aridus und einmal Lacuna. Aridus ist der Mond, der näher an Polon dran ist und der auch deutlich schwerer ist. Zudem hat er eine sehr raue Oberfläche, was Landen ziemlich schwierig machen könnte. Lacuna hingegen ist sehr viel leichter weiter weg, hat aber dafür eine Rakete im Zentrum, nein Spaß, hat dafür eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Und ich fliege hier gerade rum, aus welchen Gründen auch immer. Okay, also wir haben Lacuna mit einer sehr, sehr dichten Atmosphäre. Und das war es noch nicht, denn Polon hat zwei weitere Begleiter, nämlich die Trojaner. Und hier haben wir die Dulcis-Trojaner, also gehören zu den Dulcis, insgesamt vier Stück. Ein sehr großer in der Mitte, dunkelbraune Erde und natürlich die vier Begleiter, die drei weiteren Begleiter hier. Und dann haben wir nochmal das Gegenstück aus Eis geformt. Einmal die Tenera. Und zwar haben wir die hier, sind ebenfalls vier. Da haben wir sie. Und das hier ist das gesamte Phlagaris-System. Ja, es ist nicht einfach nur das Sonnensystem, weil der zentrale Körper ist natürlich Phlagaris. Und das war's so ziemlich mit dieser kleinen Einführung hier zum Phlagaris-System. Und ihr könnt es euch natürlich runterladen, darauf spielen, sonst was. Vorher möchte ich euch wahrscheinlich wisst ihr, wie es geht. Also ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das mit dem Runterladen geht. Denn beim letzten
Pack, dem Station Builder Pack vor ein paar Jahren. Da gab es ein paar Probleme, daher mache ich das hier nochmal. Und zwar, wenn ihr jetzt in die Videobeschreibung schaut, da werdet ihr diesen Link finden. Okay? Ihr klickt da drauf und dann wartet ihr kurz. Dann öffnet sich euer Browser, ist relativ egal. Und dann sollte diese Box hier erscheinen. Diese Box hier. Und oben rechts, da ist dieses Symbol und da tippt ihr drauf. Okay? Und dann wird die Datei runtergeladen. Ihr seht, eine Datei runtergeladen. Das reicht noch nicht. Wir gehen nämlich noch weiter. Nämlich hierhin. Das ist Z-Archiver. Und wichtig, wenn ihr Android 11 oder höher habt, dann braucht ihr auf jeden Fall einen Dateimanager wie Z-Archiver. Samsung beispielsweise hat einen internen Dateimanager. Der funktioniert aber nicht richtig, wenn ihr auf Android 11 oder höher seid. Ansonsten kein Problem. Für iOS-User, ihr braucht iOS 11 oder höher, um das zu nutzen. Und ihr Steam-Nutzer, ja, ihr habt halt Zugriff auf den PC, denke ich mal. Daher sind wir hier drin und wir gehen auf den Ordner Download. Und dort ist dann die Datei drin, das Flagaris-System. Ihr haltet das entweder gedrückt oder ihr tippt einfach drauf, klickt auf hier entpacken. Und dann entsteht hier dieser Ordner, den haltet ihr gedrückt und dann auf ausschneiden bzw. auf verschieben. Geht ihr zurück, die auf Android sind, Android, Data, ganz nach unten zum Ordner vom Spiel. Ab hier gilt das dann eben wieder für alle. Wir gehen dann in Files, in Custom Solar Systems und speichern das ab. Und ihr seht, ich habe das schon, natürlich, ich habe es ja erstellt. Also, dann muss ich es hier nicht abspeichern. Aber ich denke mal, ihr habt das jetzt kapiert. Ja? Falls ihr auf iOS seid, wie gesagt, sucht einfach nach dem Speicherort. Und ihr auf Steam auch einfach, ihr könnt es auch nachschauen, wenn ihr beispielsweise Steam öffnet, aufs Spiel geht, dann könnt ihr unter den Einstellungen Spielordner öffnen, auswählen und dann könnt ihr auch den Ort, den Speicherort für die Dateien sehen. Genau. Ansonsten war es das. Ja, das war es hier mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Flagaris-System. Ihr werdet die Datei dazu unten in der Videobeschreibung finden und natürlich auf dem Discord-Server. Übrigens, tretet in meinem Discord-Server bei. Wäre nicht schlecht. Wäre ganz nett von euch. Dankeschön. Und ihr braucht natürlich die Planetenexpansion. Ja, also das ist unbedingt notwendig. Sonst kann man solche Sachen wie Planet Editing eben nicht betreiben. Das hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen. Egal, dann werden mich wieder einige fragen. Das funktioniert nicht. Aber naja. Immer noch da? Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Tschüss.